Mal schauen, was uns der Schildermaler diesmal zu sagen hat. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Gu im Land? Der Schildermaler. Ja, ganz bestimmt nicht dieser hier. Na gut. Tja, ja. Das sieht mir doch ganz danach aus, als ob wir dieses Dingens hier ein bisschen auf die Seite bewegen sollen. So, nee. Das will ich hier wieder befestigen. Geht nicht? Na gut. Ja. Okay, kommt mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor. Also wir sollen diese Dicke hier... Oh mein Gott. Was für eine Ausgeburt der Hölle ist das? Nein, ja, hier nach unten. Wie soll ich den dicken Kopf da einsaugen? Wahrscheinlich wird der dicke Kopf von ihr gleich zermanscht hier unten. Ja, was sagt unser Schild? Eine rote Röhre. Wohl sehr exklusiv. Nur manche Arten von Gu dürfen rein. Der Schildermaler. Ja, wahrscheinlich die Art von Gu, die entsteht, wenn die hier zerfetzt wird gleich. Hoppala, ja, tatsächlich. Es hat sie zerrissen. Na, hey, was machst du da? Was geht mit dem Auge? Nein, nein, so leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Na, wo ist die eine? Ach, dann ist sie wahrscheinlich schon runtergerollt, sonst hätte ich mit dem Ding die nochmal abgeholt. So, dich zermanschen wir auch. Nein! Ich will euch alle dabei haben, alle. Auch wenn ich glaube, dass nur diese Viecher hier eingesammelt werden können. Ja, ein grünes. Hallo? Da. Bitteschön. Ach, die Augen können auch eingesaugt werden. Und tatsächlich, die schwarzen gehen nicht und die grünen gehen auch nicht. Na gut, und die Ballons auch nicht. Na gut. Das ging schnell. Wahrscheinlich nur mal kurz diesen... Diese Gu-Bälle sehen so krank aus. Und das Komische ist auch noch, die rosanen Bälle haben keine Augen. Das sieht so creepy aus. Haha. Haha. Oh. Yuck. Ach. Gar nicht gesehen, dass hier noch Kreise auf diesem Hals sind von der Figur. Cool, okay. Sprungloch und Vulkanheilbad. Okay, probieren wir erstmal Vulkanheilbad. Das hört sich doch cooler an. Blasen steigen auf. Ding. Yeah. Oh mein Gott, es wird immer schrecklicher. Aha, aha, aha. Aha. Eine Zentrifuge oder sowas. Und dann hier runter und dann wieder hier hin. Okay. Ja, was sagt uns der Schildermaler? Eine sehr hübsche Blume. Was wohl passiert, wenn man näher kommt? Der Schildermaler. Ah, hier ist noch ein Schild im Hintergrund. Das Pfeifen nicht vergessen. Der Schildermaler. Was für Pfeifen? Von was redet der Mann? Ach, da ist die Röhre. Noch ein Schild, was geht da ab? Jeder ist willkommen. Das müssen sie jedenfalls sagen. Aber wenn sie so aussieht... Aber wenn sie so aussieht, kommt sie nie rein. Es gibt eine andere Röhre nach oben, die ihr gefallen dürfte. Der Schildermaler. Also müssen wir sie irgendwo nach oben transportieren, sie hier zerhäckseln... Weil nämlich nur die Räder, soweit ich noch weiß, die solche kleinen Noppen dran haben, können die Struktur kaputt machen oder dieses Gesicht kaputt machen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wir da aber hochkommen. Es fällt langsamer nach unten, also der Strom scheint sie nach oben zu transportieren. Hier unten gibt es nichts mehr. Tja, jetzt die große Frage. Und macht die Struktur auch mein Ding? Tatsächlich. Komisch. Ich
Hier kann ich auch nichts zusammenbauen. Ja, dann, keine Ahnung, machen wir mal die Struktur hier unten kaputt. Vielleicht passiert irgendetwas. Nein, ich will nicht euch. Ich will euren Freund, der die Struktur festmacht. So, ihr könnt schon mal da unten etwas chillen. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie nach oben, aber ohne Balance. Wie könnten wir das machen? Oder was, das hier? Nein, das können wir nicht benutzen. Irgendwie lassen die sich nach oben transportieren. So, wie machen wir das jetzt? Die werden einfach nur alle wieder. Vielleicht muss ich die auch hier irgendwie. Keine Ahnung. Aber ich befürchte, dass das nicht die Lösung ist. Ich dachte mir, ich schleudere einfach alle nach oben. Und wenn vielleicht alle in der Luft sind, dann wird die auch nach oben fliegen können. Ach halt, von was laber ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin wieder so mit Labern beschäftigt, dass mir die offensichtlichste Lösung nicht einfällt. Ja, oh, ich glaube, das ist so einfach. Man muss einfach... Jawohl. Man muss einfach von unten hochbauen. Ja. Ja. Wenn das so einfach wäre. Ja, und ein bisschen noch auf die Balance achten. Oh shit. Dieser weibliche Gooball hat eine so enorme Einschlagskraft. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Und dieses Ding hier nicht zu enorm in die Höhe katapultieren. Ah! Halte, halte fest, bleib stabil. Wir müssen dich zum Häcksler transportieren. Hoppala. Nein. So. Oh, hier noch einen for good measure. Oder? So. Bevor wir jetzt aber richtig hochbauen, wollen wir... die Basis hier ein bisschen breiter bauen. Was mir jetzt natürlich nicht so gelingt. Oh, ein bisschen nach links mit dir. Okay, das sieht doch schon besser aus. Die Frage ist nur, wenn ich hier die Basis sozusagen breiter bauen will, ob mir es dann noch ausreicht, wenn ich ganz nach oben gehen will. Na? So. Oh Gott, ich muss sie bis ganz nach oben schaffen. Okay. Na, da wollte ich es eigentlich nicht hinmachen, aber von mir aus. Den können wir nicht abmachen, den können wir... Doch, den können wir abmachen. Oh, oh. Nein, passt. So, schön kräftig in die Mangel nehmen, das Ding. Ich glaube, das Ding ist eine ganz gute Bezeichnung für das Ding. So, dann müssen wir jetzt anfangen, von unten aufzuräumen. Na? Ne, das hat nichts gebracht. Ja, dann machen wir auch mal hier weiter. Kann man das eigentlich wieder abmachen? Ja, kann man. Oh, jetzt ist es abgeknickt. Nein, dann machen wir das noch nicht. Aber wir befestigen das hier.
So, jetzt sollte das nicht abknicken. Oder zumindest nicht so stark. Okay, nicht mehr viel. Das können wir abmachen. Und jawohl. Da hat es sie zerfetzt. So, und der Rest sollte eigentlich kein Problem darstellen. Jetzt landen die in unserem merkwürdigen Konstrukt, jawohl. Ja, nice. Das sieht aus, als ob diese komischen Köpfe von ihr einen Bart hätten. Das ist so absurd. So, dann können wir jetzt von oben abbauen. Die grünen Gubälle sind ja eigentlich vollkommen Wurst. Okay, das ist ja ein bisschen schwachsinnig, was ich mache. Ja, die grünen Gubälle sind ja egal, weil in dem rosanen Rohr sowieso nur die Ladies eingesaugt werden können. Na, komm schon, Zerfall. Jawohl. Na, noch ein bisschen mehr. Na. Na. Ja, diese Jungs hier, die halten sich fest. So. Komm, komm, die da drüben noch holen. Jawohl. Und dann nach oben. Nein! Gut, dann machen wir... Obwohl eigentlich brauchen wir keine bessere Basis. So. Gut abgeschlossen, würde ich sagen. Ich glaube, die Levels mit den komischen weiblichen Gubellen muss man ein bisschen anders angehen. Die muss man entweder, um OCD zu kriegen, muss man entweder die Levels in einer bestimmten Zeit schaffen, extrem schnell, oder eine bestimmte Anzahl von Moves. Weil man ja nur, zum Beispiel in diesem Level, nur 18 Stück einsammeln kann. Und nicht mehr. Flupp. Arbeiten wir uns mal parallel voran. Sprungloch. Das ist kein Bug, das war geplant. Auf Englisch wahrscheinlich, it's not a bug, it's a feature. Wo sind denn alle? Der Schildermaler. Ja, das war kurz, hier ist einer. Sonst keine Nachrichten. Und er hat es Sprungloch genannt. Was könnte das bedeuten? Ja, wie machen wir das? Ich würde sagen... Obwohl, probieren wir es mal so. Ich würde eigentlich sagen, wir machen die Basis nochmal neu. Um eine gerade Basis hinzubekommen. Und ich glaube, das ist auch vonnöten. Obwohl, so geht's auch. Na. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Ja. So, bitteschön. Geschafft. Apfelsaft. In grüner Pampe. Und weg mit euch. Oh, wir haben was gefunden. Die Flöte. Aha, Gubälle sind von ihrer Musik fasziniert. Was könnten wir wohl mit dieser Flöte anfangen? Das werden wir bald erfahren. Zum Beispiel im Level Pfeifer. Aber machen wir zuerst mal die Schöne und der elektrische Fangram. Fangarm. Was auch immer ein Fangarm ist. Wie kam sie dorthin? Oh, jetzt regnet es auch noch. Uiuiui, das sieht ja spaßig aus. Aber ein neuer Musiktrack.